Tränen also. Wie schon kürzlich bei Holger Stanislawski und das gleiche Thema. Weggehen vom Herzclub wegen der persönlichen Weiterentwicklung. Eine Herzenssache gerade in seinem Fall auch für die Fans. Neuers entsprechende Mitteilung auf seiner Facebook-Seite wurde noch gestern mehr als 15.000 Mal kommentiert. Die Wortwahl reicht von traurig, schade, über alles Gute, bis hin aber auch zu Verräter, Judas, Bayern-Arsch. Der wahrscheinliche neue Verein ist für die Fans das Hauptproblem. Ja, dass er gerade jetzt zu den Bayern geht, das tut schon weh. Das kann man nicht so gut vertragen. Schade, dass er nach München geht und nicht in vernünftigen Vereinen ins Ausland, weil München jetzt nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Das finde ich etwas verlogen, ehrlich gesagt. Ich habe meine Fanmütze eingetauscht gegen die von Raoul, weil die werde ich definitiv nicht mehr tragen, die Manuel Neuer Mütze. Die Anfrage aus München liegt jetzt vor. Gespräche will Manager Held aber erst nach den kommenden wichtigen Spielen führen. Die Bayern sind zuversichtlich, dass es in diesem Sommer zur Ablöse kommt. Wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Und ich denke, dass wir gewillt sind, das zu realisieren. Und wenn die Schalker eben nächstes Jahr keine Ablösesumme kriegen, dann werden sie sich schon so bewegen, dass man sich einigen kann. Neuer jetzt jedenfalls noch im Schalke-Tor. Da geht es demnächst um viel im Pokalfinale und der Champions League. Und Pfiffe von den eigenen Fans sind nun denkbar. Wenn ich jetzt gewusst hätte, mit 10 Jahren selber in der Kurve gestanden hätte, dann hätte ich es vielleicht selber auch nicht verstanden. Und genau da sitzt das emotionale Hauptproblem. Gesprochen hat er nämlich schon mit Fanvertretern. Sicherlich war es für diese Leute auch nicht einfach, sich mit mir an einen Tisch zu setzen. Für mich war es auch nicht einfach. Und es wird wohl auch demnächst nicht einfach werden.